So, der Jens ist hier, der will uns befreien, digital befreien. Er will uns was über digitale Befreiung erzählen, hat er mir gerade erklärt, um digitale Pädagogik. Und ja, das klingt sehr interessant. Jens. Danke. Herzlich willkommen zur digitalen Befreiung. Ich bin Jens Möller, ich bin Informatiker und Sozialarbeiter. Und ich beschäftige mich mit Bildung im Bereich Technik und Medien. Was erwartet uns heute? Ich werde am Anfang kurz einführen, was die Ausgangssituation ist. Dann schauen wir uns die Befreiungspädagogik an. Da wird es etwas theoretischer. Wir schauen dann weiter, wie Befreiung in einer Umgebung der Anpassung möglich ist. Wir schauen, wie die Unterdrückung denn heute aussieht, im Technik- und Medienbereich, und was wir tun können. Ich werde jetzt ein bisschen ein ungemütliches Thema ansprechen und ich will das dann gern zur Diskussion stellen. Und dazu brauche ich deine Meinung und deine Fragen. Also kommt zum Meetup, 14.15 Uhr heute im Seminarraum, oder eine E-Mail schreiben. Und wir haben auch jetzt ein Newsletter eingerichtet. Digitale Befreiung. Was meine ich jetzt damit? Ich meine, die Frage zu stellen, wie kann es möglich sein, dass wir die Abhängigkeit der Menschen von ExpertInnen mindern und dass wir ihnen ermöglichen oder ihnen dabei helfen, eine eigene Kultur im Umgang mit Technik und Medien zu entwickeln. Wir gehen jetzt auf die Metaebene. Wir wollen aus der Arbeitspraxis rausgehen und Rollen, Beziehungen und Haltungen anschauen. Ja, NutzerInnen wider Willen. Menschen wollen eigentlich keine Technik benutzen. Sie wollen aber etwas Bestimmtes erreichen. Zum Beispiel eine Nachricht verschicken oder Musik hören. Um den Rest sollen sich bitte andere kümmern. Solange alles gut geht. Aber irgendwann passiert dann was. Oh, mein Handy, das ist irgendwie langsam. Aber alle Bilder meiner Kinder waren auf dem Telefon. Dann fragen wir doch jemanden. Und die Situation habe ich jetzt schon öfter erlebt, so als Telefongespräch. Hey, kannst du mir helfen? Das mit dem Bild einfügen hat einfach nicht geklappt. Ja, was genau hat denn nicht geklappt? Ja, da kam immer eine Fehlermeldung. Ich habe das schon dreimal probiert. Was soll ich denn machen? Da möchte ich gern helfen. Was stand denn in der Fehlermeldung drin? Keine Ahnung, habe ich nicht gelesen. Ja, und ich so, okay. Kann ich jetzt nicht viel machen. Es wird aber noch besser, denn oft wird dann auch die Aufklärung abgelehnt. Mach einfach, dass es wieder geht. Für mich ist das nichts mehr. Kümmert ihr euch mal darum. Und solche Menschen sind dann natürlich anfällig für Betrügereien. Wir kennen alle Phishing. Ihr Account wurde gesperrt. Geben Sie hier alle Ihre Daten ein. Oder jetzt Telefonscams. Ich bin selbst schon angerufen worden von Microsoft, dass mein Computer Fehlermeldungen schickt und wir jetzt per Fernwartung Security installieren können. Oder aber eher verbreiteter, ja, Sie nutzen jetzt eine veraltete Version unserer Software, das wird leider nicht mehr unterstützt. Sie können aber hier gleich vergünstigt die neue tolle Version kaufen. Warum finden sich so viele Menschen mit der unmündigen Nutzerrolle ab? Ich finde das widersprüchlich. Auf der einen Seite ist da so ein Leidensdruck, der manchmal sehr stark ist, und auf der anderen Seite so eine Ablehnung, sich wirklich damit zu beschäftigen. Wie können wir die Abhängigkeit von ExpertInnen denn jetzt mindern? Wie können wir ein kritisches Bewusstsein fördern?
ohne dass die Bereitschaft für Aufklärung da ist. Wenn wir das von der Technik abstrahieren, dann ist das schon ein altes Problem. Und dafür gibt es auch spannende Ansätze. Und einen Ansatz schauen wir uns an, die Befreiungspädagogik nach Paulo Freire. Jetzt geht es also um Bildung. Und es geht besonders um die Frage, wozu ist Bildung eigentlich da? Was soll sie erreichen? Machen wir ein Gedankenexperiment. Zwei Extrembeispiele aus der Schulbildung. Methode 1. Wir haben jetzt zwei Rollen, die sehr verschieden sind. Lehrerin und Schülerinnen. Lehrerin weiß alles. Die Schülerinnen, die wissen nichts. Die Lehrerin bereitet das Material vor, wählt aus, stellt es ansprechend dar, setzt sich Ziele. Die Schülerinnen nehmen diese Auswahl an. Lehrerin bietet das Material an im Unterricht. Und Schülerinnen speichern das Material ab. Und dann wird das Material auch abgefragt. Und die Schülerinnen geben das wieder. Dabei ist das Material erstmal gar nicht relevant für den Alltag der Schülerinnen. Das kennen wir sicher alle. Wozu soll das denn später gut sein? Was findet hier statt? Eine Datenübertragung. Und gut Datenbehälter werden belohnt. Und dieser Unterricht ist auch von Misstrauen geprägt. Hast du das jetzt wirklich schon verstanden? Das prüfen wir nochmal. Die Bildung, die hier stattfindet, ist eine Spareinlage. Es gibt ein Versprechen. Später wird das mal sehr wertvoll. Es ist so wirtschaftlich geprägt. Und Freire nennt das Bankiersmethode. Was wird erreicht? Wir trainieren die Menschen, fremdes Wissen aufzubewahren. Was wichtig und was richtig ist, das entscheiden andere, nicht ich. Und das führt zu einer starren Weltsicht. Mensch und Welt werden getrennt, es entfremdet von der Welt. Es führt zu einer passiven Haltung der Welt gegenüber. Es führt zu Anpassung. Es führt zu einer Anpassung an die Welt. Und Aussagen wie, so ist es eben. Und das ist eine innere Haltung. Das ist eine Beziehung zu der Welt, in der ich bin. Damit identifiziere ich mich dann. Und das führt dann auch zu einer Haltung, so soll es bitte auch bleiben. Das war Methode 1, die Bankiersmethode. Jetzt schauen wir uns mal das Gegenbeispiel an. Die Rollentrennung wird aufgehoben. Freire führt den Begriff Schülerlehrer ein. Und Schülerlehrer können die Welt kritisch betrachten. Die Themen, die behandelt werden, haben immer einen Bezug zur Lebenswirklichkeit. Die Relevanz ist wirklich erfahrbar. Und es wird gemeinsam geforscht. Es werden Probleme aufgeworfen, kritische Fragen gestellt. Wie ist das entstanden? Wie hätte es auch anders sein können? Wie könnte es auch anders sein? Was findet hier statt? Zum Ersten ist diese Methode von Vertrauen geprägt. Vertrauen in die Teilnehmenden, dass sie eigene Erkenntnisse gewinnen können. Es findet ein Dialog auf Augenhöhe statt. Wir lassen uns darauf ein, die Weltsichten anderer kennenzulernen. Und wir machen einen Raum für Möglichkeiten auf. Freire nennt das problemformulierende Methode.
Was erreichen wir? Wir trainieren die Menschen, die Wirklichkeit kritisch zu hinterfragen. Die Menschen bekommen eine historische Weltsicht. Sie können die Wirklichkeit als Prozess verstehen, nicht als etwas Statisches. Und dieser Prozess, der ist menschengemacht. Und das schafft kritisches Bewusstsein und führt letztendlich auch zur Befreiung der Menschen. Und diese Befreiung ist eine Befreiung, die Welt selbst zu benennen. So könnte die Welt werden. Mit dieser inneren Haltung kann ich Situationen ganz anders bewerten. Und dann kann ich auch zu der Haltung kommen, so müsste es werden. Kommen wir nochmal auf die Frage vom Anfang. Wozu ist Bildung da? Was bewirkt Bildung? Hier auf der einen Seite Anpassung, so soll es bleiben, Status quo. Auf der anderen Seite Befreiung. Welche Möglichkeiten haben wir? Wie können wir es besser machen? Und in Bezug auf diese beiden Pole ist Bildung niemals neutral. Der Philosoph Peter Biri, ist jetzt ein kleiner Einwurf, hat zwischen Ausbildung und Bildung unterschieden. Ausbildung nennt er Aneignung von Kompetenzen. Das ist nutzenorientiert. Und die eigentliche Bildung hat mit Selbsterkenntnis zu tun, mit sozialer Fantasie. Wie wollen wir Zusammenleben gestalten? Und das heißt auch, ich kann zwar ausgebildet werden, aber ich kann mich nur selbst bilden. Wieder zurück. Die Befreiung, die erstmal nur eine innere Haltung ist, eine Welt in den Köpfen, die wirkt sich auch auf die Handlungen der Menschen aus. Sie verändert die Welt. Das heißt, Befreiung ist etwas Aktives, das will in die Tat umgesetzt werden. Und nur wenn Aktion auch folgt, ist die Bildung wirklich geglückt. Das war jetzt das akademische Beispiel, Befreiungspädagogik. Was machen wir aber, wenn die Anpassung die Regel ist? Gehen wir ungefähr 50 Jahre zurück, ins Brasilien der 60er Jahre. Pseudofeudale Zustände. Die landarbeitende Bevölkerung ist bildungsfern, kann nicht lesen und hat keine politische Mitbestimmungsmöglichkeit. Sie haben sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie wollten auch keine Bildung. Und die Situation der Landarbeitenden, die zeichnet sich aus durch Abhängigkeit und durch Schweigen. Abhängigkeit von der grundbesitzenden Schicht damals und Schweigen über diese Abhängigkeit. Dadurch wird ein Status quo aufrechterhalten, der im Interesse der grundbesitzenden Schicht ist. Und das nennt Frère Unterdrückung. Und die Unterdrückten, die sind angepasst. Sie nehmen die Einschränkungen, die mit der Unterdrückung verbunden sind, gar nicht als solche wahr. Das wird umgedeutet. Sie akzeptieren ihr Schicksal. Und sie haben sogar Vertrauen in ihre Unterdrücker entwickelt. Sie haben weder den Wille noch die Fähigkeit, sich zu befreien. Sie haben nicht mal eine Sprache dafür, darüber zu sprechen. Frère nennt das Kultur des Schweigens. Was hilft denn gegen das Schweigen? Na klar, kritische Bewusstseinsbildung, problemformulierender Dialog. Aber wie? Wie kann der Dialog funktionieren, wenn über die eigentlichen Probleme nicht gesprochen werden kann? Worüber wird denn gesprochen? Frère nennt das thematisches Universum. Das ist der Themenraum der Menschen. Über welche Dinge wird gesprochen im Alltag?
Und dieser Themenraum beinhaltet jetzt vielleicht nicht diese eigentlichen Probleme, die mit der Unterdrückung zu tun haben, aber er beinhaltet generative Themen. Das sind Themen, die emotional besetzt sind, über die man sich streiten kann. Diese Themen lassen sich weiterentwickeln und können uns einen Pfad bis an die Grenze des Themenraums aufmachen, hinter dem dann diese eigentlichen Probleme lauern, über die man dann vielleicht sprechen kann. Wie hat Frère das genutzt? Er hat Kulturzirkel initiiert, öffentliche Gesprächskreise, und er hat die generativen Themen in Bildform angeboten, als Karikaturen, zum Beispiel der Brunnen im Dorf oder wenn mal wieder nicht genug Arbeit da ist zu einer bestimmten Jahreszeit. Und die Teilnehmenden, die dekodieren diese Bilder und diskutieren dann. Und weil er nicht sprachliche Ausdrucksformen mit reinbringt, unterstützt er die Annäherung an das, über das nicht ausgesprochen wird. In diesen Kulturzirkeln werden diese generativen Themen immer weiterentwickelt. Und die Teilnehmenden kommen irgendwann an Grenzsituationen. Und Grenzsituationen, das sind jetzt Situationen, in denen die Beschränkung von außen wirklich spürbar wird. Widersprüche in der Weltsicht werden erfahrbar. Und in dem Moment können dann ungeahnte Möglichkeiten erforscht werden. Im Englischen untested feasibilities. Was wäre, wenn? Könnte ich nicht doch? Könnten wir nicht doch? Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit für einen Bewusstseinssprung hin zu kritischem Bewusstsein. Das heißt, die eigenen Denkmuster können wahrgenommen werden und hinterfragt werden. Es kann die eigene Verantwortung für die Wirklichkeit, die kann bewusst werden. Und es kann sich auch das Verhalten ändern. Wir kennen das bestimmt, in Filmen kommt das oft vor, wenn die zentrale Figur so einen Aha-Moment hat und sich die Bedeutung der Wirklichkeit ändert und die Handlung weitergehen kann. Und das kann sehr toll sein. Für die Unterdrückten ist das aber unbequem, anstrengend und schmerzvoll. Das ist ein freiwilliger Schritt, den sie nur selbst gehen können. Unterdrückte können sich nur selbst befreien. Das kann niemand anders machen. Und auch in Filmen gibt es Situationen, wo die Figur eben diesen Schritt nicht geht und das dann auch Folgen hat. Zudem gibt es auch noch Widerstand gegen die Befreiung. Die Unterdrücker, die ein Interesse am Status quo haben, die sehen befreiende Aktionen als Störung des Friedens. Ich bin da an die DDR erinnert. Und die Unterdrückten identifizieren sich mit der Kultur der Unterdrückung. Das Bewusstsein der Unterdrücker ist auch in ihnen vorhanden. Das kann dazu führen, dass sie die Befreiung ablehnen, dass sie zurückfallen in eine Erklär-mir-die-Welt-Haltung. Das kann aber auch bedeuten, dass sie die Möglichkeit ausnutzen, um die Seite zu wechseln und jetzt selber Unterdrücker sein zu können, was auch eine Form von Gerechtigkeit ist. Obendrauf gibt es noch die Gefahr falscher Aufklärung. Es kann ein Ungleichgewicht von Reflexion und Aktion geben. Es kann in Aktionismus ausarten oder in leerem Gerede versanden. Die Aufklärenden, die Menschen, die die Bildungsarbeit machen oder betreuen, können sich selbst als Befreiende sehen. Auch dann bleiben unterdrückerische Denkmuster übrig, werden weiter tradiert. Und die Abhängigkeit, die wird nur verschoben.
Und es kann außerdem passieren, dass Menschen die Kultur der Aufklärer annehmen. Dann wird die Entfaltung der eigenen Kultur gehemmt. Freire nennt das kulturelle Kolonialisierung. Okay, fassen wir mal zusammen. Wir haben gesehen, dass Menschen, Nutzerinnen, zwar Leidensdruck haben, aber Aufklärung ablehnen. Wir haben gesehen, wie Bildung niemals neutral sein kann, entweder zur Anpassung oder zur Befreiung beiträgt. Und wir haben uns Hindernisse bei einer Befreiung angeschaut, die schon in einer Umgebung der Anpassung stattfindet. Störung des Friedens, kulturelle Kolonialisierung. Jetzt schauen wir, wie sieht die Unterdrückung heute aus in Bezug auf Technik und Medien und was können wir tun? Worin besteht die Unterdrückung heute? Immer noch aus Abhängigkeit und Schweigen. Abhängigkeit, was gehört denn dazu? Unsere Geräte, unsere Software, die gehören uns nicht wirklich. DRM, Update-Zwang, Secure Boot, wir kennen das. Unsere Daten gehören uns nicht wirklich. Formal vielleicht schon in der EU, aber in der Realität. Die Nutzungs- und Konsumkultur, die wird von Konzerninteressen geprägt. Wir sind in einer Umgebung der Anpassung. Uns wird vorgegeben, wer welche Produkte nutzen soll, für was Produkte genutzt werden sollen, wie Produkte genutzt werden sollen und auch wie lange Produkte genutzt werden sollen. Und die Mittel der Anpassung, technische Schranken, habe ich oben schon erwähnt, aber auch Nutzerschnittstellen, die Zusammenhänge verschleiern, die verschleiern, was wirklich passiert. Produktpaletten, die uns keine Alternativen lassen. Werbebotschaften. Jetzt das neue Telefon kaufen. Keine Angst, wir machen das für dich. Vertrau nur uns. Uns wird ein goldener Käfig als Lifestyle verkauft. Und was bewirken diese Mittel? Die sorgen für Mystifizierung. Wir bekommen eine Blackbox, die nur bunt angemalt ist. Zusammenhänge werden verschleiert. Alternativen, Abhängigkeiten, die ich mir ins Boot hole, wer welche Verantwortung hat, interessiert heute nicht. Und auf einmal können Schlagworte alles versprechen. Das erleben wir ja auch. Der goldene Käfig, den wir haben, der bekommt einen Schleier übergehangen. Wir können da nicht mehr rausschauen. Und dann funktionieren Computer entweder oder nicht. Und dann ist es höhere Gewalt oder es waren russische Hacker. Gibt es noch Freiheit? Na klar, gibt es Freiheit. Ich werde doch zu nichts gezwungen. Aber die Freiheit, die wir haben, ist eigentlich nur eine Wahlfreiheit. Wir können aus einer Palette auswählen, aus Vorgaben. Und wer aussteigt, wird bestraft. In den 90er Jahren konnte man gut aussteigen, aber heute nicht mehr. Da müssen wir nur Jugendliche fragen, die nicht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe sein können. Die Auswahl, die wir bekommen, die scheint aber zu genügen. Die Vorgaben sind bequem. Wozu brauche ich eine Freiheit, die ich sowieso nicht will? Mit der Technik will ich mich nicht beschäftigen. Der Schleier, der über dem Käfig ist, der ist schön bunt angemalt. Das sieht schön aus. Und wir können uns wohlfühlen. Aber sind wir wirklich zufrieden oder sind wir angepasst? Können wir das noch unterscheiden? Natürlich gibt es auch Leidensdruck. Der Stress, oh, die Entwicklung, die ist so schnell, ich komme da nicht hinterher. Oder wenn Dinge einfach nicht mehr funktionieren oder Handlungen unerwartete Folgen haben. Zum Beispiel, wenn der Chef die Instagram-Fotos sieht von der Party gestern, obwohl ich krank gemeldet war.
Wie reagieren dann die Leute? Sie können schimpfen über die Computer oder die Medien. Sie können hoffen, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert. Oder sie können sich weiter anpassen, bis es nicht mehr wehtut. Und das bewirkt, dass die Probleme und Leiden individualisiert werden und die Beschränkung von außen gar nicht mehr greifbar ist. Es führt zu Passivität, zu Resignation. Computer sind eben so. Ihr macht uns Angst mit eurer Aufklärung. Oder Schweigen. Wir sind auch hier in einer Kultur des Schweigens. Was können wir tun? Wir haben ein Bildungsanliegen. Ein Bildungsanliegen an uns selbst. Ein Anliegen, das von anderen an uns herangetragen wird. Und wir haben auch eine Vorbildrolle, ob wir wollen oder nicht. Unser Motto: Spaß am Gerät. Das bedeutet Möglichkeiten erproben, Grenzen austesten und überwinden, die Technik zu eigen machen und auch gesellschaftliche Implikationen mitdenken. Das Ganze ist viel Arbeit, aber hilft uns das heute weiter? In den 80ern und 90ern gab es eine hohe Einstiegsschwelle. Computer war nicht für jeden zugänglich. Es war wirklich freiwillig, das Engagement. Aber heute ist der Technikmarkt riesig. Es gibt quasi keine Einstiegsschwelle mehr und jeder Mensch ist betroffen. Hier haben wir Aufklärung ganz dringend nötig, gerade heute. Aber kaum jemand will Arbeit investieren. Stattdessen werden Dienstleister gesucht. Kannst du mir da mal schnell helfen? Du kennst dich doch mit Computern aus. Wie erreichen wir denn diese Menschen mit unserem Bildungsanliegen? Na, wir senken die Einstiegsschwelle. Spaß am Gerät heißt jetzt, Forschen macht Spaß. Alle können mitmachen. Jeder versteht das. Und es gibt schnelle Ergebnisse statt viel Arbeit. Damit erreichen wir viele Menschen, was gut ist. Aber was erreichen wir? Was ist mit denen, die wir nicht erreichen? Wenn wir die Befreiungspädagogik jetzt mitdenken, dann müssen wir sagen, die Vereinfachung hat einen Preis. Wir erziehen die Menschen dazu, Anleitungen zu befolgen. Es hat einen Malen-nach-Zahlen-Effekt. Der Erkenntnisprozess und die Grenzüberschreitungen treten in den Hintergrund. Und wir haben die Gefahr, dass aufgeklärtes Verhalten eher nachgeahmt wird. Und dann haben wir den Geist der Unterdrückung in unserer eigenen Arbeit drin. Wir wissen, was gut ist und wir verpacken das ansprechend. Ich sehe ja, dass das gut ankommt. Wir machen dann Ausbildung statt Bewusstseinsbildung. Und wir betreiben kulturelle Kolonialisierung, wenn wir unsere eigene Kultur als Befreiung anbieten. Aber das ist keine Befreiung. Wir tauschen nur den goldenen Käfig gegen einen anderen aus, der vielleicht etwas größer ist. Die Menschen wollen ja gerne in so einem Käfig sitzen, vielleicht. Deswegen bekommen wir gute Rückmeldungen. Wie können wir aber jetzt die Abhängigkeit von Expertinnen wirklich mindern? Na, wir können das gar nicht machen. Und die Verantwortung liegt auch nicht bei uns. Was wir aber tun können, wir können den politischen Gehalt unserer Arbeit reflektieren. Wir können uns fragen, wozu unsere Bildung gut sein soll. Wollen wir schnelle Ergebnisse? Wollen wir gute Rückmeldungen?
für unsere Bildungsarbeit? Wollen wir andere Menschen in unsere Wirklichkeit holen? Wissen wir schon genau, was gut ist? Sind wir ExpertInnen? Sind wir Vorbilder? Sind wir barmherzige HelferInnen? Haben wir Vertrauen in die Menschen? Wollen wir uns auf die Welt der NutzerInnen wirklich einlassen? Oder behindert uns eher das falsche Vorwissen der Menschen? Wenn wir uns wirklich einlassen wollen, dann können wir uns solidarisch für Bewusstseinsbildung engagieren. Dann können wir im Dialog den Menschen begegnen, in dem thematischen Universum der NutzerInnen auch bleiben, auch wenn das für uns vielleicht unbequem ist. Dann müssen wir auch technikferne Themen an ernst nehmen, wenn über Technik nicht gesprochen werden soll. Gerade die generativen Themen sind technikfern, denke ich, am Anfang. Und so können wir vielleicht Widersprüche erfahrbar machen und dazu auch andere Ausdrucksformen nutzen. Bilder, Musik, Theater, Computerspiele. So können wir Grenzsituationen wirklich spürbar machen. Menschen müssen nicht unbedingt jede Situation selbst tatsächlich durchlebt haben. Es reicht, wenn Menschen sich betroffen fühlen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und es müssen auch nicht alle zu ExpertInnen werden, wie wir es sind. Die Menschen können sich ihre Ziele selbst setzen und auch entscheiden, welche Schritte jetzt für sie dran sind. Das kann bedeuten, dass jemand neben WhatsApp auch Jabber installiert. Das kann aber auch bedeuten, dass man sich erstmal nur traut, eine Fehlermeldung auch zu lesen, bevor man sich Hilfe holt. Ja, Bewusstseinsbildung ist eine komplizierte und anstrengende Aufgabe. Und wir haben die Möglichkeit, diesen Prozess wirklich zu unterstützen. Wir können die NutzerInnen auf ihrem eigenen Weg begleiten und gemeinsam schauen, wo es hingeht. Wenn du mir zustimmst oder widersprichst oder einfach Fragen hast, dann komm nachher zum Meetup 14.15 Uhr im Seminarraum oder schreib eine E-Mail. Wir haben auch Newsletter eingerichtet. Wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit für Fragen, die noch mit dem Video landen. So, ich danke dir, Jens. Und wer Fragen hat, kommt bitte zum Mikrofon. Ja, ich würde sagen, die sitzen alle schon im Meetup und warten auf dich, oder Jens? Kann sein, ja. Keine Fragen? Ich soll runterkommen. Ach so, das Mikro steht dort. Das Mikro steht da. Du musst hier vorkommen. Hast du jetzt eine Frage? Okay, also ihr könnt gerne noch ein bisschen überlegen. Das war jetzt ein steiler Ritt. Gut, dann musst du. Wir dürfen keinen Whitespace haben. Das heißt, du musst dann reden. Wir dürfen keinen Whitespace haben. Ja, du kennst das doch im Radio und Fernsehen. Man muss immer was sagen. Wir haben keine so eine Wartemusik. Oder wisst ihr, wie man das beim Kongress macht? Da gibt es doch diese Jeopardy-Wartemusik. Wer will die pfeifen? Ah, ja. Oh, super. Applaus für die Wartemusik. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Ist dieses Ausbildung versus Bildung denn etwas, was erlernt werden kann? Also wenn ich einmal die eine Methode versus die andere beigebracht bekomme, bin ich dann empfänglicher dafür, das in Zukunft auch zu machen? Also sprich, wenn unser Schulsystem anders wäre, würden wir dann quasi andere Menschen heranziehen, die dann auch in anderen Bereichen... Ja, wenn unser Schulsystem mehr auf der befreienden Seite wäre,
dann würden wir andere Menschen heranziehen, die auch in anderen Bereichen anders reagieren würden. Okay, dann Folgefrage, ist ja. Unser Schulsystem dann absichtlich so? Das ist, ja, natürlich ist es absichtlich so, sage ich mal. Unser Schulsystem ist aber auch nicht vom Himmel gefallen, das ist ja auch entstanden zu einer Zeit, wo die Gesellschaft auch so drauf war. Und ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass das ein großes System ist und dass es schwierig ist, das umzubauen und zu modernisieren. Ja, gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, es gibt auch Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass unser Schulsystem so ist. Also wenn ich Reden von FDP-Politikern höre und so. Naja. Ja, danke. Gut, haben wir einen FDP-Politiker im Publikum, der sich dazu äußern will? Der ist vielleicht auch schon im Meetup. Ich kann vielleicht noch zum Schulsystem sagen, wir haben ja jetzt so eine Entwicklung auch, dass sich die Schule wieder aufsplittet, dass es mehr Privatschulen gibt. Wenn ich möchte, dass mein Kind eine gute Schulbildung bekommt, dann engagiere ich mich und dann schicke ich mein Kind auf eine Privatschule. Das sorgt aber auch dafür, dass auf den staatlichen Schulen, wo ich vielleicht nicht mit meinen Befindlichkeiten so gehört werde, meine Befindlichkeiten gar nicht erst ausgesprochen werden. Da bin ich dann kein Vorbild. Also auch wenn wir nicht unbedingt an den Hebeln sitzen, wie das Schulsystem zu modernisieren ist, können wir auch, wenn wir Teil der Welt sind, darauf einwirken. Wenn wir bereit sind, uns mit den Menschen in dasselbe Boot zu setzen. Also auch, wenn ich meine Kinder in dasselbe Boot setzen möchte, in dem die anderen sitzen. Gut, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann einen Applaus für Jens. Danke.